und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute einen Special Guest für euch und zwar meine Schwester. Woo! Das ist meine Schwester. Corinna. Ja. Und wir werden heute ein Quiz machen. Auf jeden Fall werden wir uns heute euch offenbaren, was wir noch nie gemacht haben oder schon mal gemacht haben. Wer das Spiel nicht kennt, ihr habt mir auf Instagram, ich habe noch nie Sätze gesagt. Da habt ihr jetzt zum Beispiel gesagt, ich habe noch nie Pizza gegessen. Und wir Pizza gegessen haben, dann sagen wir habe oder habe noch nie. Eigentlich ist das ein Trinkspiel, eigentlich trinkt man immer, wenn man das schon gemacht hat, aber das lassen wir mal. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr das schon mal als Trinkspiel gespielt habt, ihr Schlingel, du. Du vor allen Dingen. Ihr Schlingel, du. Wir haben jetzt beide unsere Handys am Start. Oh Gott, ich habe noch 12% Akku. Ich habe 18. Ich habe noch nie Sunnys Videos negativ bewertet. Leute, ich bewerte meine Videos auch selber. Ich bewerte sie immer positiv. Gib mal dir deinen Daumen. Also ihr wisst, was zu tun ist, Leute. Ich habe noch nie eine Berühmtheit gesehen. 1, 2, 3. Ich habe mal fast Bushidos Sohn angefahren. Mir hat übrigens vorhin so jemand geschrieben, ne? Hier, die Frage kannst du auch nehmen. Ich habe noch nie wie Marcella alle 2 Tage in eine Socke gespritzt. Tut mir leid, aber wir sind Mädchen, falls du es nicht gemerkt hast. Ich habe noch nie Pokémon Go gespielt. 2, 3. Man, Leute. Sie hat das Samsung S4 Mini und ich habe das Samsung S5 Mini. Und ich kann es nicht spielen und sie schon, hallo? Ich habe noch nie zu viel Tequila getrunken. Oh Gott. Das hat mir auch ein Mädchen geschrieben, mit der ich schon mal einen echten Absturz auf einer Party hatte. Aber von Tequila? Ja. Tequila ist echt not good. Ich habe noch nie vor Marcel gefurzt. Leute, ich habe in irgendeinem Video vor kurzem gesagt, dass mir schon mal was Peinliches von Marcel passiert ist. Und da war Marcel im Raum und ich habe halt eigentlich Nein gesagt. Und dann meint er so, doch. Und ich sag so, was denn? Und da hat er mir erzählt, dass ich im Schlaf gefurzt habe von ihm. Im Schlaf ist er eigentlich noch süß. Mann, Leute, ihr wisst nicht, wie peinlich das auch mir gerade ist, hier das im Video zu sagen. Bitte hasst mich nicht. Ich habe noch nie jemanden richtig krass beleidet. Was? Beleidet? Beneidet. Also. Ich beneide immer so Leute, die sich nicht so viel Kopf um alles machen. Also ich bin so ein Mensch, ich denke echt viel über Sachen nach und manchmal fickt es mein Kopf unnormal. Also ich denke, da komme ich gar nicht mehr klar. Du kannst es bestätigen, oder? Ja, und ja, ich beneide so Leute, die das eben nicht machen müssen, die nicht so viel nachdenken. Genau. Ich habe noch nie eine Unterschrift gefälscht. 1, 2, 3. Ich habe echt noch nie eine. Aber ich habe immer so... Mama? Justin Bieber Unterschrift, oder? Warum? Ich dachte so, dann habe ich so meine eigene Autogrammkarte. Ich habe noch nie einen Lehrer beleidigt. 1. Ihm ins Gesicht? Ja. 1, 2, 3. Ich habe noch nie Geld, 1 oder 2 Euro, von meiner Mama geklaut. Ich weiß... Kann man das klauen, wenn man es nicht zurückgibt? Ja, das meine ich auch. Wir sind immer so Pfand wegbringen gegangen oder so und haben es dann behalten. Oder wenn sie zum Beispiel sagt, geht mal bitte ein bisschen Brot kaufen, hier sind 20 Euro, gib mir das Wechselgeld. Und dann halt so hoffen, dass, ja genau, so 12 Euro behalten oder so. Aber jetzt so richtig ans Portemonnaie gegangen? Nein, also als Portemonnaie gegangen bin ich auch noch nie. Ich habe mich noch nie in der Öffentlichkeit gemault, also hingepackt. Ich bin immer gegen so einen Müllsack gefahren mit Fahrrad. Ich habe einmal Eis gegessen. Bin, hab keine Ahnung, hab so dabei auf mein Handy geguckt und so und bin so mit dem Eis zusammen gegen die Bushaltestelle gelaufen. Einmal hat so ein Junge so beim Schulklo so die Tür aufgemacht und die Mädchen haben sich gerade alle so die Hände gewaschen und hat mit so einem richtigen Matsch durchtränkten Stoffball reingeschossen und mich getroffen. Ja. Und mein Lieblingspullover ist einfach dreckig geworden und deswegen habe ich geweint. Aber dann war es mir so peinlich, dass ich deswegen geweint habe, dass ich gesagt habe, ich habe mir richtig wehgetan. Und dann durfte ich nach Hause. Ich habe noch nie eine Person gestalkt. Leute, jedes Mädchen ja, stalkt. Ich habe noch nie etwas geklaut. 1, 2, 3. Oha, was hast du denn geklaut? Nee, das ist ganz harmlos. Erzähl. So, auf Klassenfahrt hatten wir so ein so Bunkerlos und da war da so ein Laden, wo wir uns immer so... Getränke und so Chips holen konnten und der Typ hat halt überhaupt nicht aufgepasst und dann hat sich jeder immer so einfach 1000 Chips-Tüten geklaut und wir das Oha, Leute. Ja, aber das, glaube ich, hat nicht so eine Verluste gemacht. Meine Geschichte habe ich euch ja im vorletzten Video oder so erzählt, das verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox. Ich habe noch nie auf jemanden 3 Stunden gewartet. Du hast locker auch dasselbe wie ich bei Mama. Ich habe einmal früher beim Basketballtraining und unsere Mutter hat uns immer abgeholt.
Aber die kamen nicht, Leute. Und es hat meistens geschneit, komischerweise. Ich habe wirklich einmal, glaube ich, richtig lange im Regen gewartet. Ich habe auch im Schnee gewartet, mega lange. Mindestens 3 Stunden. Mindestens. Mama. Okay, Corinna, jetzt wird es hier ein bisschen pikant. Ich habe noch nie ein Mädchen geküsst. Oh Gott, will ich das von meiner Schwester wissen? Ich weiß es nicht. 1, 2, 3. Ah, warum? Hey, du doch auch. Egal, gehen wir nicht weiter drauf ein. I don't want to hear it. La la la. Ich habe noch nie eine 6 in einer Klassenarbeit gehabt. 1, 2, 3. Ich wurde beim Spicken erwischt. Ich auch. In Bio. Mathe. So Leute, ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen, oder? Sag ja. Wir würden uns sehr über eine Bewertung freuen. Ja. In Folge eines Daumens. Und wie gesagt, beantwortet meine ganzen Fragen, die ich gestellt habe, ganz am Anfang des Videos in den Kommentaren, falls ich es noch nicht gemacht habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.